Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort die Kollegin Tabea Rösner. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! In dem vorliegenden Antrag bezeichnen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, Innovation und moderne Technologien als Motor für Wachstum und Beschäftigung. Und es stimmt, wir haben hier einen wichtigen Wirtschaftsfaktor, in dem es noch sehr, sehr viel Potenzial gibt. Aber dieser Motor kommt nicht so recht zum Schnurren. Woran liegt das? Ich kann es Ihnen sagen, Ihnen fehlt der Mut, um jetzt die richtigen Weichen zu stellen. Der Kollege Klingbeil hat darauf verwiesen, es gibt unheimlich viele Vorschläge. In der Internet-Enquete haben wir schon vieles erarbeitet und sind noch dabei. Und nichts davon findet sich in diesem Antrag wieder. Insofern ist das sehr bedauerlich. Viele Menschen haben mit dieser Branche insgesamt noch ihre Schwierigkeiten. Sie fremdeln. Das stellen wir auch in der Internet-Enquete fest. Wenn die Unternehmer von morgen aber richtig aufs Gas treten sollen, dann treten gleichzeitig Banken und Bürokratie auf die Bremse. Und von der Politik kommt da eben viel zu wenig Anschub. Eine Bremse sehe ich in dem, was Sie in Ihrem Antrag recht lapidar allgemeine und IKT-spezifische Rahmenbedingungen nennen. Ich möchte das gerne konkretisieren. Eine, wenn nicht die wichtigste Rahmenbedingung, ist das Investitionsklima in Deutschland. Im vergangenen Jahr hatten wir zu diesem Thema eine Anhörung im Unterausschuss Neue Medien. Lars Klingbeil und Petra Sitte war auch dabei. Dabei wurde sehr deutlich, eine Wachstumsbremse für weite Teile der Branche ist das Problem der latenten Unterfinanzierung. Vor allem kleine Unternehmen mit einer innovativen Idee, aber ohne ein bewährtes Geschäftsmodell, das ist ja das Problem, leiden unter einem erschwerten Kapitalzugang. Eine Verbesserung der Finanzierungssituation könnte der Kreativwirtschaft hier den Weg für mehr Wachstum tatsächlich ebnen. Die Innovationsstärke, Kreativität und vor allen Dingen ungewöhnliche Ideen sind in den Augen vieler Investoren oft die Schwäche eines Unternehmens. Denn der Erfolg und der Misserfolg lassen sich eben nicht so leicht bemessen wie das Konzept einer Bäckerei in der Innenstadt. Hier brauchen wir mehr Mut zum Risiko und schnellere Entscheidungswege. Und das ist schon das nächste Problem. Es gibt öffentliche Förderprogramme. Das wurde auch deutlich in der Anhörung. Es gibt mehr als genug. Nur, diese sind nicht auf die Bedürfnisse dieser Branche zugeschnitten. Anders als bei großen Wirtschaftszweigen dominieren in der Kreativwirtschaft nämlich Kleinstbetriebe mit unter 10 Beschäftigten. Sie brauchen oft viel geringere Kreditvolumina. Aber bei Beträgen von unter 30.000 Euro ist das für die Banken kein interessantes Geschäft. Auch die öffentlichen Förderprogramme berücksichtigen das nicht. Genau hier müssen wir ansetzen. Und wir brauchen längere Rückzahlungsfristen, da sich ein finanzieller Erfolg meist erst später einstellt. Wir haben eben davon gesprochen, die Kultur des Scheiterns erst beim zweiten oder dritten oder sogar vierten Versuch. Die Politik muss die Förderprogramme deutlich einfacher gestalten, übrigens nicht nur für die IKT-Branche. Die Beantragung ist zu komplex. Die Beantragung ist zu komplex und dauert oft viele Monate. Monate, die in dieser Branche oft das Aus für solche kleinen Unternehmen oder Start-ups bedeuten können. Wenn wir also konkurrenzfähig mit den USA oder mit Ländern wie Frankreich werden wollen, dann müssen wir auch die Bürokratie konkurrenzfähig machen. Naja, davon ist in dem Antrag nicht so wirklich viel zu lesen. Flexibel, passgenau und offen für Neues. So muss unsere Investitionspolitik aussehen, meine Damen und Herren. Und das wäre schon mal der richtige Antrieb für diesen Motor. Dass dieser Motor umweltfreundlich betrieben werden sollte, ist dabei selbstverständlich. Green IT ist da das Stichwort. Und es stünde Deutschland wirklich gut zu Gesicht, wenn wir hier unsere Anstrengungen noch verstärkten. Denn wenn das T in IKT grün ist, dann sparen wir nicht nur Ressourcen und damit auch Geld, sondern das kann auch der Exportschlager für Deutschland werden. Und zum Schluss noch eine Anmerkung zur Infrastruktur. Es wurde viel gesagt zum Breitbandausbau. Sie haben recht, dass Breitbandanschlüsse zwingende Voraussetzungen für die digitale Wirtschaft sind. Da gibt es erheblichen Nachholbedarf, haben wir auch schon gehört. Ich zitiere:
Wenn man es bei der Stromanbindung so gemacht hätte, wie wir es im Moment mit der Internetanbindung machen, dann wären noch immer tausende Höfe im Schwarzwald nicht am Strom. Wissen Sie, wer das gesagt hat? Der Fraktionsvorsitzende Volker Kauder auf ihrem Kongress vor einigen Tagen. Und er hat völlig recht. So wie bisher geht es nämlich nicht weiter. Und deshalb brauchen wir wie bei der Stromversorgung einen Universaldienst für ein flächendeckendes Breitbandnetz. Und Sie peilen da hohe Bandbreiten an für das Jahr 2014, aber nur für 75% der Haushalte. Und es ist auch ein bisschen niedlich, wenn Sie in Ihrem Antrag schreiben, der Breitbandausbau soll bedarfsgerecht und im Rahmen der rechtlichen und haushalterischen Möglichkeiten gestaltet werden. Das ist doch ein Widerspruch in sich. Frau Kollegin Rösner, wollten Sie noch eine Zwischenfrage annehmen? Andernfalls müssten Sie zum Ende kommen. Ich komme gerade zu einem Ende, aber Herr Höferlin. Bitte. Also, Herr Höferlin, bitteschön. Liebe Frau Kollegin Rösner, würden Sie mir zustimmen, dass es einen geringfügigen Unterschied dazu gibt, Strom irgendwo hinzubringen oder Datenpakete, vor allen Dingen hinsichtlich der Transportmedien, weil es macht schon einen Unterschied, ob man zum Beispiel Strom über die Luft transportieren will, was sich, glaube ich, noch nicht so weit entwickelt hat. Bei der Breitbandstrategie ist es doch ein wesentlicher Unterschied, indem man sagt, wir schmeißen da einfach Geld rein. Und dann wird schon jeder eine Breitbandanbindung von 2 oder 3 Mbit haben. Man finanziert das staatlich und schneidet die Innovation ab, weil vielleicht sich neue Techniken entwickeln könnten, weil Daten ja auch über eine andere Art und Weise zum Endkunden kommen können. Beim Strom ist es doch sicherlich technologisch eine völlig andere Sache, würden Sie wahrscheinlich mir zustimmen. Und wie erklären Sie sich, dass dann in Zukunft neue Technologien, zum Beispiel nach LTE, die nächste Generation von LTE mit breiteren Anbindungen sich entwickeln können, wenn man Technologien staatlich fördert? Also, Herr Höferlin, ich glaube, Sie haben unseren Antrag nicht richtig gelesen. Ja, aber unseren Antrag, der nämlich den Universaldienst richtig ausbuchstabiert. Es geht nämlich darum, dass es wie jeder Mensch einen Anspruch auf einen Stromanschluss beispielsweise oder einen Wasseranschluss hat, auch einen Anspruch auf einen Breitbandanschluss hat. Und das ist der Zugang und das ist wichtig für die digitale Wirtschaft und zwar vor allen Dingen auch im ländlichen Raum. Und da ist es egal, wie die Übertragungen sind. Technologieneutral steht bei uns drin. Muss auch so sein, das gibt die EU-Richtlinie vor. Und es ist auch nicht so, dass das viele Fördergelder von Seiten des Staates bedeuten würde, weil die Unternehmen es nämlich finanzieren über eine Umlage. Und damit sind nicht nur 1-2 Mbit zu erreichen, wie Sie das immer als großen Breitband vor. Nein, 6 auf jeden Fall. Und das wäre ganz schnell möglich. 6 wären schnell möglich. Und den Ausbau für 75% mit 50 Megabit, das betrifft vor allen Dingen die Städte. Da hängen Sie die Länder total ab und deshalb ist das nicht der richtige Weg. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. In der digitalen Wirtschaft steckt eben viel Potenzial, aber es fehlt Ihnen eben an Mut und es fehlt an Kreativität, für die Branche wirklich etwas zu verbessern. Auf der Überholspur sind wir da noch lange nicht. Vielen Dank.